schiebe dir hinten und vorne ein. Scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine ruhige Minute mehr hast. Dann bist du mein Knecht. Voll, voll, die Presse, voll, Presse, voll, Presse, voll, Presse. Ja, oder man ist einfach ganz clever hingegangen und hat gesagt, das ist ja gar keine Unfallschwerpunkt mehr, jetzt können wir es wieder aufheben. Nein, genau. Nein, sag nicht, dass das nicht das. Das ist das Absurde daran. Also die Argumentation ist, dass das aufgehoben wurde, weil jetzt die Voraussetzungen, dass man da Tempo 130 einführt, nicht mehr gegeben sind, weil das halt kein Unfallschwerpunkt mehr ist. Alter, sag mal, haben die ihr Gehirn auf Paarungsreise geschickt oder was ist denn? Hey ho, howdy ho und herzlich willkommen zum Start von Episode Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Tatsächlich ist es soweit. Heute ist es nicht die Episode 5, da habe ich natürlich wieder Quatsch gesagt, sondern die Staffel Nummer 5 und Episode 90. 90 Folgen voll in die Presse mit den vier Dödeln vom Dienst, die da wären. Prollo Ferrari. Jo. Wie immer wortgewandt. Ja, was soll ich denn hier sagen? Ja, nix am besten. Beef Rogers. Ich habe jetzt 89 Mal was Gescheites gesagt und ausgerechnet heute. Beef Rogers. Ich dachte, der Prollo käme jetzt nochmal. Hallöchen. Und Herr Sommer. Moin, moin. Moin. Und wir sind heute hier per Zoom zugeschaltet. Es ist die Vorweihnachtszeit. Und ja, wir machen eine Open Edition zum Start der neuen Staffel. Das heißt, kein Oberthema, sondern das von alten Sendungen gewohnte Potpourri an wahnsinnigen und skurrilen und meist gern auch tierischen Stories. Und das kann ja vielleicht die Überleitung sein zu einem kleinen Teaser. Wer mag die Hörerinnen und Hörer mal so richtig heiß machen auf über eine Stunde voll in die Presse? Ja, ich kann gerne hier anfangen, weil in gewisser Weise so am Rande auch Tiere eine Rolle spielen. Also ich habe eine Story, da erzähle ich euch, was Wildpinkler mit Robben zu tun haben. Und außerdem als Quickie ganz sicher auch dabei ein fieser süditalienischer Reifenschlitzer. Ob wir noch mehr schaffen, werden wir sehen. Vielleicht noch was über einen bekloppten YouTuber. Aber das werden wir sehen. Werden wir sehen. Bekloppter YouTuber, da könnte natürlich Beef jetzt nahtlos weitermachen. Aber ich habe ja nur drauf gewartet, auf diese Überleitung. Ich bedanke mich dafür, ganz schön. Es ist manche Dinge. Ja, ich habe auch was aus dem Tierleben. Und da geht es um das Leben, beziehungsweise um das Zeugen neuen Lebens. Da hätte ich eine ganz spannende Geschichte aus dem Bereich der Würmer. Und parallel habe ich dann noch was Zweites aus der Welt des Sports, in dem Fall des Ausdauersports. Und dass es da vielleicht auch noch ein paar erstaunliche Dinge zu lernen gibt. Mit der Wurmgeschichte, gib's ruhig zu, möchtest du doch unseren Ehrengast Reinherr so wieder so ein bisschen begeistern, oder? Ja, auf jeden Fall. Also alte Biologe. Freuen, genau, wenn der da vielleicht bei einer der nächsten Sendungen, wenn er mal wieder dabei ist, dann auch mal was dazu sagen kann. Das wäre ja dann schön. Ja. Aber ja, also ich fand es eine ganz, ganz nette Sache. Deswegen, ich werde mal berichten gleich und dann sehen wir weiter. Ja, bleib dran. Und Würmer, Ausdauerwürmer, ich sag Prollo Ferrari. Richtig. Ich bin diesmal tatsächlich sehr seriös unterwegs. Ich habe zum einen einen wertvollen Verbrauchertipp oder eine Verbraucherinformation für alle Online-Shopper. Und es ist eine Sache, die eigentlich jeder schon geahnt hat, aber jetzt wissen wir sie. Und außerdem für alle, die gerne Entscheidungen per Münzwurf treffen, habe ich frappierende Neuigkeiten dabei. Und da wollen wir mal sehen. Was hast du denn am Start heute? Ja, ich bin ja überhaupt nur per Münzwurf in diesen Podcast gekommen und hatte mich zum Glück für Kopf entschieden und darf deswegen heute, weil ich ja der Meister der Überleitung sein will, eine kleine Brücke zu unserer letzten Sendung Nummer 89 KI-Special schlagen. Denn im Nachgang, so ist ja auch der Algorithmus bei Google und Co., wurde ich zugeworfen mit weiteren richtig schönen Stories. Und die, die mir am besten gefallen hat, handelt von der sogenannten Make It More Challenge oder dem Experiment Make It More. Das möchte ich euch gleich gerne vorstellen. Und weil wir dann schon so elektronisch unterwegs
sind, möchte ich eine wirklich skurrile Geschichte aus Polen zum Besten geben, wie Hacker der niederschlesischen Eisenbahn geholfen haben, ein ziemlich kurioses Problem zu entlarven. Also das ist wirklich krass eigentlich. Und sie sind die Guten in dem Fall. Aber wir haben Tiere versprochen. Tiere, Beef, du bist der Experte, hast eben noch das Pferd gestriegelt, wie wir vor der Sendung erfahren haben. Und jetzt frisch nach Pferd riechend die Tierstory. Ja, also es geht, ich weiß nicht, wer von euch oder von den geneigten Millionen Hörern schon mal von dem Wurm Megasyllis nipponica gehört hat. Ich sag das jetzt mal so. Der also ist außer dem eben erwähnten Rheinherr wahrscheinlich niemand. Wahrscheinlich niemand, ne, genau. Also der hat einen Hintern, dem ein Gehirn und Augen wachsen. Manch einer mag da an AfD denken, aber nein, in dem Fall ist das was anderes. Ein Gehirn, hast du doch gesagt. Ja, auch schon. Geht's wieder los. Ja, siehst du, das ist die Feinheiten. Habt ihr eine Idee, warum er das macht? Weil er mit dem Hintern besser denken kann? Das mag sicherlich bei dem einen oder anderen richtig sein. Also in dem Fall ist es tatsächlich so, der Wurm, der lebt im Meer und darf ich noch einen Tipp abgeben? Das war eine entscheidende Information. Ich kann mir nur vorstellen, wenn der im Meer wohnt, dann ist der ja meistens mit dem Hintern unter der Erde irgendwo eingegraben. Wenn man da mit dem Kopf mal oben rausguckt, wie die Lage so ist, so die Lorge peilt und ihm beißt dann Fisch den Kopf ab, dann ist nicht das ganze Gehirn weg, sondern dann kann er quasi noch mit dem Hintern weiterdenken. Ja, auch eine schöne Idee, aber nein, also er trennt. Tatsächlich, diese Würmer werden bis zu 9 Zentimeter lang und treiben auch so viel durchs Wasser und haben auch so eigene Fühler und auch so Schwimmborsten. Und irgendwann trennt sich halt das Hinterteil vom Körper ab, also vom Rest des Körpers ab und schwimmt dann als vieräugige Fortpflanzungseinheit auf der Suche nach einem Partner davon. Das heißt also, er teilt sich quasi und schickt dann einen Teil auf die Reise. Das Hinterteil ist dann eben auch gefüllt mit Eiern oder mit Spermien und hofft dann halt, dass, wie gesagt, da dann ein Partner oder eine Partnerin gefunden wird, um quasi sich zu paaren und fortzupflanzen. Das ist so die Idee dahinter. Und was macht der hirnlose Rest? Der macht einfach weiter, also der wächst dann quasi wieder ein weiterer Hintern, also das ist ja dann irgendwie auch dem wächst dann tatsächlich ein neues Gehirn. Ja, das geht dann weiter, also der beendet sein Leben nicht damit, sondern das ist kein einmaliger Prozess, das kann mehrmals passieren quasi. Und was passiert, wenn die beiden Gehirnpopos dann miteinander kopuliert haben, dann, was passiert dann? Dann entstehen quasi neue Tiere. Also dann entstehen ja, aber woraus? Wurmer. Also der eine hat Spermien, der andere hat Eier. Die Eiervariante, die übernimmt dann quasi die Spermien und dann entstehen daraus neue Würmer. Das ist die, dann so. Die dann ausgepupst werden. Und hat der männliche Hirnpopo, hat er auch nur einen Schuss oder hat er mehrere Schüsse? Kann er dann weiter rummeandern und nach anderen weiblichen Hirnpopos suchen? Das steht hier tatsächlich nicht. Also da könnte ich jetzt nichts zu sagen. Also wie gesagt, das ist kein einmaliger Prozess. Das kann sich wiederholen. Und der können also weitere, wie die das hier nennen, Ausläufer entwickeln. Und genau. Jetzt ist die spannende Frage, und das wäre dann bitte, da bist dann du wieder im Rennen, Ben, warum die das machen? Also warum die überhaupt diese Trennung vollziehen quasi? Und das wissen die Forscher tatsächlich nicht so ganz genau. Sie vermuten aber, dass sich das Tier einerseits über die an verschiedenen Orten abgetrennten Ausläufer besser verbreiten kann und das Muttertier quasi verschont bleibt, wenn die Fortpflanzungseinheit zu ihrer riskanten Suche nach einem Partner startet und dabei eben zur Beute wird. Das heißt, es geht nicht alles verloren, sondern nur der Fortpflanzungsteil quasi. Und ja. Der kann aber nachgebildet werden. Also das ist so ein bisschen... Also das wäre jetzt auch meine Theorie gewesen, weil man, das ist jetzt kein Scherz, man kennt das ja so zur Brunft- und Paarungszeit, rennen ja ständig irgendwelche notgeilen Tiere vor die Eisenbahn.
Also ich habe letztens erst im Zug gesessen, da sind auf der Strecke von Frankfurt nach Siegburg-Bonn gleich zweimal so Schafherden oder irgendwelche Wildschäden, besser gesagt, Wildschäden gewesen. Und die Erklärung war, dass es Paarungszeit ist. Und dann sind die halt so ein bisschen jail unterwegs und können nicht mehr gerade ausdenken. Das kennt man ja von Samstagabend aus der Altstadt. Und wer kennt es nicht? Ja, lassen vielleicht die Vorsicht nicht mehr ganz so walten. Und ja, dann hat der Wurm doch den Begriff Schwanz gesteuert tatsächlich wörtlich genommen. Und ja, entledigt sich damit aller Sorgen und Unfallpotenziale. Und auch natürlich der Begriff, den Männer oft hören, du denkst auch nur mit deinem Schwanz, der ist natürlich dann auch einfach wahr. In dem Fall, wenn das Gehirn da sitzt. Genau. Und wie gesagt, es ist tatsächlich so, also das finde ich jetzt echt ganz spannend, dass die Natur hier einen Weg gefunden hat, um quasi doch sich abzusichern, dass es nicht ganz, ganz schief geht. Finde ich sehr spannend. Ja. Das heißt, der Wurm der wächst dann von vorne auch wieder nach. Ja, genau. Sehr praktisch. Sehr cool. Ja, verrückt. Also ich finde überhaupt das Tierreich, das ist spektakulär. Ja, das ist ja auch so, wie neulich, was Reinherr dann auch erzählt hat, also was da für ein komplexer Weg auch beschritten wird halt. Ne? Das sind ja, ich meine, kommst du ja nicht als erstes drauf, was jetzt hier passiert. Und das ist ja auch keine intellektgesteuerte Entscheidung. Also das finde ich schon spannend irgendwie, dass es da doch wirklich viele Wege gibt und man dann auch immer wieder überrascht ist. Ja, überrascht bin ich auch von meiner Getränkewahl heute. Ich würde gerne mit euch anstoßen. Anlässlich der neuen Staffel Nummer 5 habe ich zum ersten Mal, glaube ich, in diesem Podcast ein Glas Rotwein an den Start gebracht. Lumos Nummer 2, ein spanisches Weinprojekt. Gibt es auch noch andere Nummern von einem, ich denke mal, bekannten spanischen Weinversand, dessen Name ich nicht sage, weil ich für diese Werbung nicht bezahlt werde. Amazonas. Nein. Was? Amazonas. Jetzt habe ich das erst verstanden. Aber was habt ihr euch denn da zurechtgelegt in euren Homeoffices? Ich habe erst Wasser getrunken. Häng mich direkt dran. Ich habe tatsächlich auch einen Wein, eben zur besonderen, in dem Fall aber bei mir ein Weißwein. Ich bin Weißburgunder von Pfaffmann in dem Fall. Auch ein sehr feiner Wein. Pfaffmann ist auch ein super Name für einen Winzer. Pfaffmann. Ach so. Pfaffmann. Ich bleibe heute klassisch beim Bier. La Trappe, ein schöner Trappist aus dem Belgierland. Nimmt doch 8% immerhin. Ist ein kleines Fläschchen, aber wenn ihr mich gleich lallen hört, wisst ihr Bescheid. Ollo, ist das bei dir da im Hintergrund eigentlich ein kleiner Weihnachtsbaum oder was sehe ich da? Nee, das ist so ein Lego-Gebilde. Okay. Ja, aber kann man sicherlich auch weihnachtlich schmücken. Ich werde jetzt mal versuchen. Ja, wäre ein bisschen früh. Weihnachtsbäume werden ja, oder? Hat jemand schon einen Weihnachtsbaum? Ja, wir haben im Wohnzimmer steht bei uns schon der Weihnachtsbaum. Der ist noch nicht geschmückt, die Lichter sind aber dran. Und ich habe den am Wochenende schon zusammengesteckt. Das ist ein naturnaher Kunstbaum. Kunstbaum. Hast du schon nachgeguckt, ob ein Uhu drin sitzt? Im Kunstbaum? Ja. Da brauchst du Uhu zum Zusammenstecken. Aber sonst. Aber gute Idee. Ich will auch am Wochenende jetzt tatsächlich, das ist ja dann dritter Advent, einen Weihnachtsbaum holen mit meiner Familie. Und der soll dann erstmal noch ein bisschen draußen stehen in der Woche. Ja, sehr schön. Wir sind leider immer recht spät dran, aber. Ja, wir eigentlich auch, ja. Ich habe das Gleiche schon vom zweiten und vom ersten Advent gesagt. Wenn der dritten Advent eine Woche draußen steht, dann hast du den ja Heiligabend erst drin. Das ist doch ja, das ist ja der nicht zu Sinn der Sache. Ja. Aber der sollte eigentlich schon die ganze Vorweihnachtszeit schön von draußen aussehen, vor der Schiebetür. Dann kann die Nachbarskatze den auch schön vollkotzen. Oh, erinnere mich nicht daran. Erinnere mich nicht daran. Ich und Katzen. Das wird keine große Liebe mehr. Wäre das zufällig eine Überleitung für irgendjemanden? Am liebsten nicht. Kotzen oder Katze? Ja, das ist für mich ein und dasselbe. Aber ach so. Ich mache mir hier keine Freunde, wenn ich immer über Katzen abläster. Aber ich kann ja kein. Ich will ja ehrlich mit unseren Fans sein. Ja. Bei Schrödingers Katze ist es ja auch so, ne? Da weiß man nicht, lebt sie oder ist sie tot? Mal so, mal so. Und ähnlich ist es ja auch beim Münzwurf. Das war dann jetzt der zweite Teil der zweiphasigen Überleitung.
Beim Münzwurf denkt man sich ja auch. Was denkt ihr euch? Kopf oder Zahl? Wie stehen die Chancen so? 50-50. Ja, du willst natürlich hören 50-50. Das will ich hören. Ich habe aber eine Vermutung. Ich hätte aber jetzt gesagt 49-49 und 2% Rand. Ah, der Rand. Nee, tatsächlich, die University of Amsterdam hat sich mal richtig Mühe gemacht und sich mit der Münzwurftheorie beschäftigt und insgesamt 350.000 Münzwürfe mit Kamerabeobachtung und allem drum und dran absolviert. Und von Randlandungen ist hier tatsächlich gar nicht die Rede. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, ob man sich das Ding auf die Hand wirft oder sonst wie. Aber ich kann euch so viel verraten, es sind nicht 50-50. Und das wurde versucht mit Münzen von 46 verschiedenen Währungen und mit 48 Teilnehmern. Also sie haben das Ganze richtig groß aufgezogen und haben damit eine schon vorhandene Theorie bewiesen, nämlich dass, und jetzt seid überrascht, die Münze tendenziell tatsächlich auf der Seite landet, die beim Start oben war, und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 51%. Und für die Casino-Gänger unter euch, das ist so bei den Casino-Spielen, die es so gibt, die ja auch verschiedene Wahrscheinlichkeiten haben, dass die Bank gewinnt, ist das ein guter Schnitt insgesamt. Also ist nicht so das beste Casino-Spiel, aber ist tatsächlich im guten Mittelfeld. Und ja, was sagt ihr? Erstmal nochmal zur Klarstellung die Frage, die Seite, die oben war, auf der landet sie dann? Also die ist dann später unten oder war es andersrum? Nee, die ist oben. Die ist dann oben. Also ja. Oben bleibt oben. Genau. Also hier ist es tatsächlich ein bisschen missverständlich formuliert. Also es landet auf derselben Seite. Ich verstehe jetzt so, dass es so landet, dass dieselbe Seite oben ist. Ist aber egal. Könnt ihr mal ausprobieren. Werft ihr einfach 100 Mal. Nach 51 Mal wisst ihr Bescheid. Und ich fand das tatsächlich faszinierend, weil man verlässt sich ja auch so auf so einen Münzwurf und die Lösung liegt tatsächlich jetzt mal für den Hausgebrauch auf der Hand. Man sollte tatsächlich, wenn es um was geht, dafür sorgen, dass die Startposition der Münze einfach verborgen bleibt. Ja, ihr kennt das ja, das legst auf die Hand, was auch immer eure bevorzugte Technik ist. Deswegen sollte einfach nicht geguckt werden, welche Seite oben liegt beim Wurf. Oder weil wir natürlich ein Podcast für Gewinner sind. Ihr solltet immer das wählen, was ihr sehen könnt, wenn der Schiri das sozusagen zeigt auf der Hand. Immer das wählen, was oben ist. Ja, also die Berechnung ist, um es präzise zu sagen, wenn du auf entweder 0 oder 2 Dollar wettest, also richtig oder falsch geraten, das 1000 Mal machst, dann kannst du tatsächlich mit durchschnittlich 19 Dollar Gewinn rausgehen, wenn du Bescheid weißt. Das ist natürlich bei 1000 Würfen vielleicht als Stundenlohn jetzt nicht so lukrativ wie das altbekannte Hütchenspiel, wo ja mancher schon seine diversen Hausrat fast ersteigert hätte. Nee, aber, oder auch nicht, weil ich bin ja der Meister darin, quasi, also mit, wenn ich jetzt so feststelle, worauf du anspielst, dass ich ja beim Hütchenspiel die Kohle für meinen Plattenspieler verzockt habe, damals am Kudamm, und dann hier 40 Jahre später gefühlt oder 30 live in der Sendung beim Versuch, eine Drum Machine zu kaufen, mich verzockt habe, weil ich dann an irgendeinen Betrüger das Geld überwiesen habe, dann wird da für mich langsam so ein roter Faden deutlich. Mhm. Hat sich übrigens deine Tochter schon gemeldet mit ihrer neuen WhatsApp-Nummer? Ja, der habe ich eben noch auch ein bisschen Geld drüber geschickt, weil die hat sich irgendwo ausgeschlossen. Ich kriege übrigens im Moment dauernd nicht WhatsApp, sondern SMS, dass ich irgendwie wegen irgendwelchen Tanz oder dies oder das irgendwie Adressen bestätigen soll, auf Links klicken soll. Also das ist im Moment echt arg viel. Aber Betrüger werden ja auch immer besser. Ja? Ich habe jetzt eine SMS bekommen, wo stand, ich habe mein Handy verloren, weil ich so tollpatschig bin. Und da dachte ich, ja, das muss das Kind sein. Ja, genau. Pass auf, abschließend noch zu den Münzen. Das darf an dieser Stelle einfach nicht fehlen. Der Ben weiß, was jetzt kommt. Beim FC im Halbfinale Europapokal ist es mal nach einem Unentschieden, nach voller Spielzeit und es gab noch kein Elfmeterschießen so gewesen, dass die Münze tatsächlich senkrecht im Schlamm stecken geblieben ist. Also so kann es auch gehen. Und dann danach ist es dann schiefgegangen. Liverpool, oder? War es nicht gegen Liverpool? Oder Nottingham? Nottingham oder Liverpool, irgendeine englische Mannschaft. Ich glaube Nottingham. Ja.
Verrückt. Verrückt, ja. Und wie war die Chance? 51%, ne? Sagtest du, Apollo. Genau. Ja, jetzt diese 1000 Würfe und $19, das klingt nach ein bisschen weniger, aber es ist wahrscheinlich hier vom Journalisten brav gerundet. Ja, ich kann das gerne für euch rausfinden, wenn ihr da ein Geschäft draus machen wollt. Ja, es ist ja jetzt auch nicht so, dass man sich denkt, ach komm. Es ist ja nur eine Rendite von 1-2%, wenn man es genau nimmt. Also das ist nicht so richtig überragend. Ja, aber besser als nichts. Aber kommt auch an, was du setzt, ne? Ja, gut. Ich muss gestehen, Prollo, die Geschichte hatte ich auch in meinem Repertoire, einmal mehr. Ist aber sehr schön, mich freut es sehr, dass du sie jetzt so schön rübergebracht hast. Das ist tatsächlich so, Münzwurf sollte man meinen, der Klassiker der fairen Entscheidung, aber selbst da wird betuppt. Da ist dann wahrscheinlich hat das auch was mit Erdanziehungskraft und was weiß ich, irgendwelchen Schwingungen dazu tun. Ja, tatsächlich, da erinnere ich mich dunkel dran, ist das Ganze schon mit Toastscheiben gemacht worden. Der Klassiker ist ja, dass der Toast auf der beschmierten Seite unten landet. Und da Murphy's das wurde Law. Tatsächlich auch schon bestätigt. Da lag es aber eher daran, dass sich so ein Toast, wenn er denn in Tresenhöhe oder in Tischhöhe runterfällt, tendenziell ist den knappen Meter nur zu einer halben Drehung schafft. Das heißt, wenn die Marmeladenseite, die ist ja bei den meisten Leuten, die Toast essen, erstmal oben auf dem Tisch. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr euren Toast esst. Genau, und die halbe Drehung ist es halt, die der Toast schafft beim Runterfallen und deswegen die Marmeladenseite. Das ist relativ banal, aber gut, dass wir das jetzt auch wissen. Ich kann es nicht oft genug betonen, wir sind ein Podcast für Gewinner, deswegen hier auch wieder der 1A-Verbrauchertipp von voll in die Presse. Wenn ihr die mit der Marmelade beschmierte Seite nach unten tut auf dem Tisch, dann passiert das nicht und dies hat auch mehr Haftung auf der Tischplatte und kann schon gar nicht da abrutschen. Also das ist einfach, man kann sich da so leicht helfen, wenn man ein bisschen gesunden Menschenverstand an den Tag legt. Oder wenn ihr bei Toastwurf um irgendwas Wichtiges wettet, die Marmeladenseite immer nach oben werfen. Ja, geile Idee. Aber vom Schrank, damit ihr sich zweimal drehen kann. Auch mit Kohle, mit Kohle zu tun, also mit Geld, hat es ja, wenn du wild pinkeln gehst. Also weiß ja jeder, ist irgendwie nicht nur nicht gern gesehen, sondern eigentlich häufig auch eine Ordnungswidrigkeit. Und es gab jetzt wirklich einen, wie ich finde, sehr, sehr kuriosen Fall. Also falls sich das ein bisschen nervt hier, ich habe ein bisschen Grillen und Zirpen hier in den Hintergrund gelegt, damit das Wildpinkeln jetzt so auch so akustisch rüberkommt. Ja, das finde ich gut. Ich bin ja sowieso für eine akustische Untermalung, das weißt du ja. Also Travemünde. Wenn das wild pinkelt. Travemünde im Juli 2022. Die haben da ja auch so eine Travemünder Woche, so ähnlich wie die Kieler Woche, ja, irgendwie Mini-Wiesen nennen die das hier. Und da hat da einer auch ordentlich getankt und hat sich dann erdreistet, irgendwie mitten in der Nacht, 12:30 in die Ostsee zu pinkeln. Der ist an den Strand und hat vom Strand aus quasi in die Schaumkrone rein uriniert. Und man mag es kaum glauben, aber gleich 3 Ordnungshüter sind mit Taschenlampen bewaffnet zu ihm hin, haben die Szene ausgeleuchtet, wie es hier heißt, und haben ihm ein Ordnungsgeld von 60 Euro aufgebrummt. Und er hat aber nicht gezahlt und so ist das Ganze dann vorm Amtsgericht Lübeck gelandet. Und jetzt freut sich natürlich der Beef Rogers, dass ich hier wieder was Juristisches mache, aber tatsächlich ist es hier weniger eine juristische Geschichte als mehr einerseits ein bisschen sogar eine mit Poesie und zum anderen eine des gesunden Menschenverstandes. Und zwar sind die hier auf den Richter Felix Spangenberg geraten, an den Richter.
Und der war, wie die das hier beschreiben, in der Süddeutschen Zeitung ein Beef. Ich hoffe, du feierst mich jetzt ordentlich ab. Ist toll, also begeistert. Ja, ja. Einen lebensnahen Juristen nennen die den hier in der SZ. Und der sagt ganz klasse, wieso das Ganze am Ende des Tages zu einem Freispruch führte. Nämlich, erstens, in der Dunkelheit ist er allenfalls schemenhaft zu erkennen gewesen und kann dadurch eigentlich niemanden belästigt zu haben, ja, belästigt haben. Das ist ja eigentlich relativ selbsterklärend, also wirklich nicht schwierig zu verstehen. Außerdem sagt er, das finde ich jetzt schon mal sehr geil für einen Richter, auch auf öffentlichen Herrentoiletten finde an durchgehenden Pissoirs, an Rinnen oder sonstigen offenen Abtritten das gesellige Wasserlassen statt. Das gesellige Wasserlassen. Also das finde ich schon... Neue Trendsportart. Ja. Ich dachte erst, es ging um die armen Fische. Also es ging tatsächlich um potenzielle Mitgucker, ja? Es ging um potenzielle Mitgucker, genau. Und das fand ich schon mal sehr geil. Geselliges Wasserlassen. Und auch das Schamgefühl von Frauen sieht er nicht verletzt. Er sagt, in der Natur, so zum Beispiel bei Wanderungen, beim Arbeiten im Feld und beim Pilzesammeln ist es auch üblich, dass der Mann hinter einem Baum irgendwie verschwindet. Das sei also quasi anerkannt. Und auch um die Wasserqualität müsse man sich keine Sorgen machen. Denn die Ostsee enthalte, und jetzt wäre der Karl-Heinz Ballermann begeistert, denn die Ostsee enthalte 21.631 Kubikkilometer Brackwasser. Der Verdünnungsgrad wäre selbst im Wiederholungs- oder Nachahmungsfall so hoch, dass eine belästigende Verschmutzung oder Geruchsbeeinträchtigung ausgeschlossen ist. Sehr geile Argumentation, und er schließt das Ganze dann ab. Und jetzt komme ich zu dem Teil mit der Poesie. Der Mensch hat unter den Weiten des Himmelszelts nicht mindere Rechte als das Reh im Wald, der Hase auf dem Feld oder die Robbe im Spülsaum der Ostsee. Herrlich. Wunderschön. So ist das. Ich würde da voll zustimmen. Das Einzige, wo ich so ein bisschen Widerspruch hätte, wäre, wenn ich der Pilzsammler bin, der hinter dem Wildpinkler hinterher sammelt. Dann fände ich es ein bisschen blöd. Ja, oder wenn der vorher noch der Bär draufgeschissen hat. Der Bär darf das. Unter dem Himmelszelt. Ja. Ja, es ist von mir aus der Bär, ja. Aber man merkt so langsam zum Jahresende hin, dass die Geschichten, die wir hier über das ganze Jahr über teilweise oder zumindest die letzten Monate aufgespart haben, weil sie in unsere Themensendung nicht reinpassten, dass sie doch bei uns allen ähnlich sind. Denn auch diese Geschichte hatte ich in meinem Repertoire und ich bin sehr froh, dass du sie gebracht hast, denn dann bleibt ja mehr für mich, mit anderen Geschichten zu punkten, nämlich zum Beispiel der Geschichte über die polnischen Hacker und die polnische Bahn. Denn die ist auch schon, ich weiß gar nicht, die ist wahrscheinlich schon ein paar Monate alt. Und gelesen habe ich sie in golem.de. Das wird wahrscheinlich außer dem Prollo kaum einer kennen. So ein IT-News-Mag, was auch immer. Ein IT-Blog. Und da geht es um einen Bericht der polnischen Hacker-Truppe Dragon Sector, die auf irgendeiner Hacker-Konferenz, ich weiß nicht, ob man die kennt, Oh My Hack, einen Vortrag gehalten haben. Und über den Vortrag, also quasi der Hintergrund zu dem Vortrag, wird in diesem Artikel dargestellt. Und das ist einfach eine geile Geschichte. Also ihr müsst euch vorstellen, da gibt es in Polen einen Bahnhersteller, also ein Unternehmen, das Schienenfahrzeuge produziert. Die heißen Newag. Und Newag hat das dann unter anderem der Niederschlesischen Eisenbahn verkauft, die sich abgekürzt KD nennt. Also zwingt mich bitte nicht, das auf Polnisch auszusprechen. Übersetzt ist es die Niederschlesische Eisenbahn. Und die haben dann auch einen Wartungsvertrag mit denen abgeschlossen, um diese Eisenbahn zu warten. Denn nach, was steht es hier, 1 Million Kilometer Laufleistung sind vorgeschriebene Pflichtinspektionen. Das finde ich schon sehr, sehr viel, 1 Million Kilometer. Aber das wird hier so beschrieben.
Und irgendwann ist dann die Niederschlesische Eisenbahn auf die verrückte Idee gekommen, diesen Wartungsvertrag einfach mal neu auszuschreiben. Haben so eine öffentliche Ausschreibung gemacht und zur großen Überraschung von NEWAG hat nicht NEWAG gewonnen, sondern ein anderer Dienstleister. Und zwar heißen die SPS. Und SPS hat dann diese Loks, wann immer sie fällig waren, in so einen Wartungshanger gefahren, hat die halt gewartet. Und als sie dann damit fertig waren, sprangen die nicht mehr an. So, hast du da die riesen Lok in der Halle stehen und die fährt aber nicht mehr, springen nicht mehr an. Und dann haben sie gedacht, komisch, das ging dann mit mehreren Zügen an verschiedenen Standorten so. Und die haben da untersucht und können sich das nicht erklären, warum diese Scheiß-Lok nicht mehr anspringt, obwohl die ja das Ding nur gewartet haben. Und dann haben sie halt diese Hackertruppe da rangelassen und haben gesagt, wie auch immer die auf die Idee gekommen sind, da Hacker dran zu lassen, ist halt viel Software in so einem Zug. Und die haben gesagt, hier, nehmt das mal auseinander. Erste Problem war, dass NEWAG eine relativ schlechte Dokumentation dieser ganzen Bauteile mitgeliefert hat. Das heißt, die mussten ziemlich viel selber sich da zusammenreimen. Und dabei ist dann bei dem ersten Zug erstmal ein bisschen was kaputt gegangen und dann auch noch irgendwie ein Kondensator in Brand geraten. Also am Anfang drohte das ein Riesenfiasko zu werden, dass sie diese Hacker da auch noch an die Züge gelassen haben. Das nennt sich wohl Reverse Engineering, wenn du halt so einen Zug auseinanderbaust, um nachträglich herauszufinden, wie das eigentlich zusammengebaut ist. Und das war relativ schwierig, weil da wenig Dokumentation ist. Aber dann haben sie nach monatelanger Suche, haben sie dann festgestellt, um es mal abzukürzen, dass NEWAG in die ganzen Züge einen sogenannten Killswitch eingebaut hat. Das heißt, dieser Killswitch, da war eine Programmierung drin, ein Code drin, dass immer dann, wenn ein Drittdienstleister die Wartung vornimmt, dass dann irgendwie so eine Art korrupter Code in das System geschrieben wird, der dann dazu führt, dass ja nichts mehr geht. Teilweise hatten einzelne Züge sogar so ein GPS-Controller da drin, dass das auch ein GSM-Modem drin, dass das auch aus der Ferne gemacht werden konnte. Also da konnten sie dieses Killswitch Engage, auch eine sehr geile Band, konnten sie dann sozusagen aus der Ferne ausrufen und einfach diese Lok lahmlegen. Und natürlich hat dann irgendwie die Eisenbahn auch, und im Übrigen andere als die Niederschlesische Eisenbahn, die andere Eisenbahngesellschaften haben das dann auch festgestellt, dass das bei ihnen auch eingebaut ist. Und haben dann da Probleme gehabt, wenn sie Fremddienstleister, also andere als den Hersteller, mit der Wartung beauftragt haben. Das ist doch eine geile Geschichte. Das klingt nach Haftungsklage. Ja, krass, habe ich auch gedacht. Also das haben diese Hacker dann da berichtet, es ist wohl auch, also Haftungsgeschichten laufen da, aber was die wohl nicht machen, ist bisher in Polen, dass sie gegen den Hersteller NEWAG kartellrechtlich vorgehen. Das ist natürlich auch ein krasser Versuch, hier kartellmäßig sich die Dienstleistung zu sichern. Aber es gibt wohl verschiedene Klagen gegen das Eisenbahn, gegen den Hersteller von Eisenbahnunternehmen. Mhm. Das wohl, ja. Ja, irre. Ja. Ich glaube, beim Beef versagt das Nasenspray gerade, oder? Ja, das glaube ich auch. Ja. Darth Vader ist in the house. Oder du hast das Pferd mitgebracht. Ja. Ich habe auch gerade gedacht, was schnauft also denn tatsächlich da so? Hat der was ist eine Eisenbahn im Keller? Ja, der Zoom-Algorithmus hat das Grillenzirpen tatsächlich, Ben, ganz gut weggefiltert eben. Ja? Aber gegen so einen ordentlichen Rüssel kommt die KI nicht an. I'm sorry. Ich habe mich gerade schon gefragt, was das ist. Wirklich. Ja, schneid's raus. Ich kann da nicht rausschneiden. Also, das mache ich jetzt nicht, Leute, hier jeden Schniefer da rausmachen. Da sitze ich ja das ganze Wochenende. Ja. Aber tatsächlich, ich glaube, in der Vorweihnachtszeit jetzt haben sich alle an das Geräusch schon gewöhnt. Ja, ich glaube, ich kein Haushalt ohne Schnupfen. Ich wollte gerade sagen, das passt doch eigentlich hier zur Vorweihnachtszeit. Mhm. Ja. Ich habe jetzt auch noch das. Sagen wir nochmal. Das Vader ist in the house. Ich hätte jetzt auch noch was Juristisches, wenn wir eh schon zweimal Juristerei hatten jetzt. Muss das sein?
Ja, ich freue mich. Ja. Auch. Oh, das ist auch nicht gefiltert worden. Ungefiltertes Bier. Komischerweise, ich weiß ja nicht warum, irgendwie, wenn ich diese Sachen hier einschalte, das reagiert immer nur auf mein Mikro. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich würde das ja euch gerne unterjubeln. Ja. Hier dem Schniefkopf zum Beispiel. Aber man, also hier hört man es nicht wirklich. Also insofern. Man hört es gar nicht. Nee, eben hat man nichts gehört. Da hat man nur so quasi so ganz komisches, so ganz leises Zischen gehört. Ich dachte, du hättest irgendwie Blähung oder sowas, aber. Ja, da habe ich auch. Ja. Der Ben sitzt da im Keller und lacht sich einen Ast die ganze Zeit und wir gucken hier aus dem Fenster und denken, ja, was macht er? Na, also ich habe jetzt mal eine Story, die ist auch schon ein bisschen älter, also im März diesen Jahres. Es geht darum, es geht um die A24 Autobahn bei Berlin. Da sind am vergangenen, also jetzt im März dann quasi, sind die Schilder für das seit 20 Jahren geltende Tempolimit von 130 km/h pro Stunde abgebaut worden oder abgeschraubt worden. Das ist saniert worden und so weiter und so fort. Und ab sofort gilt wieder nur noch die bundesweite Richtgeschwindigkeit. Also das ist dann quasi, man soll 130 fahren, aber man darf nicht, man darf auch schneller fahren und genau. Denn die Idee, warum das so ist. Ja. Ich weiß es sogar. Ach, du weißt es sogar. Es ist einfach nur abgeschraubt worden. Nichts anderes ist dran geschraubt worden, ja? Nee, es ist quasi abgeschraubt. Also jetzt war der physische Vorgang, war das Abschrauben der Schilder und faktisch ist das Tempolimit von 130 da aufgehoben worden. Komm. Ja, Sammer und Ben haben beide Verwaltungserfahrung. Ihr könnt euch das zusammenreihen. Gilt irgendeine Allgemeinverfügung für Berliner Autobahnen? Es ist tatsächlich eher so aus der Ecke Absurdistan. Absurdistan. Ich hätte jetzt sonst gedacht, irgendwas ganz Modernes, dass irgendwie, dass in den Autos, die modernen Autos erkennen ja quasi Geschwindigkeitsbeschränkungen und dass das dann automatisch da in der Software integriert ist oder irgendwas. Teststrecke. Dann müsste es im Brandenburgischen, ich weiß nicht, wie gut da das Mobilfunknetz ist, aber. Die haben da in der Nähe die Tesla-Fabrik doch hochgezogen. Da die Übertragung dann da schnell ist. Ja, nee, das war ja auch schon vor der Tesla-Fabrik quasi. Vielleicht ist die Luft da so schlecht, dass die Leute schnell vorbei sollen. Nein, auch nicht. Das ist auch eine schöne Idee. Also die Strecke war ganz früher, bis Anfang der 2000er Jahre, vor Einführung des Tempolimits, war das ein Unfallschwerpunkt. Und durch die Einführung des Tempolimits sind die Unfallzahlen, also sowohl die Anzahl der Unfälle insgesamt als auch die Anzahl der Toten, deutlich gesunken. Also zum Beispiel vor der Einführung waren sind da auf diesem Teilstück 834 Unfälle mit 8 Toten vorgekommen und im letzten Jahr vor dem Abschrauben quasi waren es nur noch 532 Unfälle mit einem Toten. Also eine signifikante Verbesserung. Ah, vielleicht hat sich der Brandenburgische Bestatterverband beschwert, hat Lobbyarbeit geleistet. Ja, oder man ist einfach ganz clever hingegangen und hat gesagt, das ist ja gar kein Unfallschwerpunkt mehr, jetzt können wir es wieder aufheben. Nein, nein, sag nicht, dass das nicht das. Das ist das Absurde daran. Also die Argumentation ist, dass das aufgehoben wurde, weil jetzt die Voraussetzungen, dass man da Tempo 130 einführt, nicht mehr gegeben sind, weil das halt kein Unfallschwerpunkt mehr ist. Alter, sag mal, haben die ihr Gehirn auf Paarungsreise geschickt oder was ist da los? Ich habe gerade total das super Modell für den terroristischen Arm wie heißen sie, die Klimakleber. Ja, die Klimakleber einfach, da. Letzte genau, Generation. Du musst einfach so lange Leichen auf den Autobahnen verursachen, bis überall Tempo 80 gilt. Das wäre eine Idee, genau. Also es ist wirklich so, es ist auch entgegen dem Anraten der Polizei. Die Polizei hat also wirklich darum gekämpft zu sagen, nein Leute, lasst es da einfach. Dann dadurch haben wir einfach die Unfallzahlen signifikant gesenkt. Jetzt wird quasi aus dieser Argumentation heraus gesagt, naja, es ist halt kein Unfallschwerpunkt mehr und dann kann jetzt auch wieder gefahren werden. Es wäre jetzt ja auch irgendwie ein bisschen sicherer, weil das ja alles auch neu gemacht worden wäre und so weiter und so fort. Und finde ich stichhaltig.
Genau, und das Problem... Also so überzeugt mich das jetzt auch. Hm? Ja, wie viele Tote braucht man denn? Also wie, ab wie viel Tote wird dann die Geschwindigkeit begrenzt? Also kann man das nach Toten pro 100 Kilometern berechnen? Es gibt keinen klassischen Bodycount, aber es wird hier, das erklärt ein Unfallforscher in dem Artikel von dem Versicherungsverband GDV, der sagte, dass die Straßenverkehrsordnung Bedingungen stellt, unter denen die Behörden Tempostilder aufstellen dürfen. Relevantes Unfallgeschehen wegen überhöhter Geschwindigkeit sei ein möglicher Grund. Die Begründung für ein Tempolimit fällt weg, wenn es weniger Unfälle gibt, so Brockmann. Das ist der Unfallforscher, der da zitiert wird. Und er sagte, und er wird jetzt hier auch zitiert, er nannte die Entscheidung in Brandenburg deshalb richtig, wenn auch nicht gut. Und also rein juristisch ist das richtig. Also die haben dann quasi juristisch richtig gehandelt. Aber dann sind wir wieder beim Thema gesunden Menschenverstand. Völlig absurd. Und er sagt, weil das Problem ist, dass das Straßenverkehrsrecht einfach geändert werden muss, dass eben auch vorausschauend Tempolimits eingeführt werden dürfen, beziehungsweise nicht erst dann, wenn viele Menschen sterben. Also, und wie gesagt, ich hatte ja vorhin gesagt, also aktuell war es ein Toter statt vorher in einem vergleichbaren Jahr vor dem Unfall, vor dem Tempolimit mit 8 Toten. Das ist ja nur signifikant. Also nur auf, wir reden nur von einem 60 Kilometer langen Abschnitt, ne? Das ist jetzt auch ein überschaubarer Bereich. Das ist gar nicht mal jetzt 500 Kilometer Autobahn oder sowas. Und ich kann mich echt nur an den Kopf packen. Also ja, zu Recht. Und ich bezweifle ehrlich gesagt, dass das juristisch korrekt ist, weil man kann vielleicht so argumentieren, aber es ist ja ganz offensichtlich, dass es absurd ist. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass der Regelungssetzer es anders gemeint hat. Und es ist einem Juristen dann, da gibt es genug Werkzeuge, um hinzugehen und zu sagen, gemeint ist aber, und dann lässt du das Tempolimit. Denn du kannst ja verweisen auf die erhöhten Unfallzahlen bei höherem Tempo in der Vergangenheit. Also es ist totaler Schwachsinn. Genau. Also ich kann hier nochmal aus dem Artikel auch zitieren. Das Votum der Brandenburger Polizei wurde laut Berliner Zeitung nicht berücksichtigt. Die Sicherheitsbehörde habe davon abgeraten, die Geschwindigkeitsbegrenzung aufzuheben, sagte ein Polizeisprecher. Wir befürchten, dass die Unfallzahlen nach der Aufhebung des Tempolimits wieder steigen werden. Und dann, sehr schön, in dem Fall haben sich die SPD und die CDU, das sind die in Brandenburg Regierenden, haben sich aber dafür ausgesprochen, unter Kritik des in dem Fall grünen Koalitionspartners, mit der Begründung, also der Verkehrsfluss solle nicht gestört werden, sagte die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Britta Kornmesser. Das heißt, übersetzt, Verkehrsfluss vor Toten. Das ist erstmal egal. Also Hauptsache, der Verkehr fließt, paar Tote, machen wir uns nicht verrückt. Sie ist jetzt Politikerin, keine Fachfrau, sie ist die verkehrspolitische Sprecherin. Vielleicht ist sie bis zu gewissen Grade Fachfrau, je nachdem. Sie erwarte nach dem Umbau der Autobahn auch keine Zunahme an Unfällen. Aber offenbar anders als die Polizei. Ja, jetzt ganz kurz noch, das möchte ich auch. Ihre CDU-Kollegin Nicole Walter-Mundt verwies auf eine statistische Analyse, nach der die Zahl der Verkehrsunfälle auf der Strecke zurückgegangen sei. Naja. Ja. Wegen des Tempolimits. Ja, und das wird jetzt auch gehoben. Also das ist schon, absurd. Manchmal fragst du dich wirklich, ob da so alle so richtig frisch sind im Hirn. Ja, aber ich finde das Argument mit dem Verkehrsfluss, also auf meiner Spur, nämlich der linken, fahren halt zu viele Kleinwagen, finde ich. Also ja, mit dem Verkehrsfluss, das ist doch auch Schwachsinn. Das ist, wer sagt, von den Porsche-Fahrern. Der Verkehrsfluss ist doch, da gibt es doch sogar schon längst Untersuchungen zu, dass der Verkehrsfluss bei freier Tempo, also wenn kein Tempolimit ist, gar nicht besser ist, ganz im Gegenteil. Korrekt. Und also das ist schon mal schwachsinnig. Und die gute Frau da von der SPD, die verkehrspolitische Sprecherin oder wie auch immer, ja. Die kann sich ja dann demnächst die Todesanzeigen ins Zimmer hängen. Das ist ja vollkommen bescheuert. Aber wenn die Leute schneller fahren, sind die auch schneller am Ziel. Da haben die weniger Zeit, in Unfälle zu geraten. Denkt da mal drüber nach. Das ist eine schöne Logik. Aber wie gesagt, also Sama hat ganz recht. Es gibt tatsächlich sehr viele Unfallforschungsergebnisse, die genau darauf hindeuten, dass wenn eine möglichst gleichmäßige Geschwindigkeit eingehalten wird, und die liegt dann eben in der Regel bei 100, 120, 130,
dass es dann eben zu deutlich weniger Unfällen kommt, wie ja hier bewiesen wurde. Also ich habe es ja auf der eigenen Strecke bewiesen. Das ist ja nicht so, dass das, die mussten ja noch nicht mal irgendwelche anderen Zahlen aus sonst irgendwo holen. Ich will jetzt gar nicht von den Niederlanden oder anderen Ländern sprechen, die schon lange generelle Verkehrs- oder generelles Tempolimit haben. Aber ja, der Verkehrsfluss, ja, das ist so, der Verkehrsfluss ist ja immer dann schlechter, wenn öfter auf die Bremse getreten werden muss. Und je schneller die Leute fahren, desto weniger können sie eben durch mal vom Gas gehen, sozusagen das Ganze, die Abstände regulieren und so weiter. Desto häufiger wird eben dann doch mal gewaltig auf die Bremse getreten, weil dann doch irgendwie jemand von rechts, von der Mitte auf links kommt und keine Ahnung was. Und dadurch entstehen dann auch immer diese, ich nenne das mal Geisterstaus, die, wo kein Mensch weiß, wieso da plötzlich ein Stau ist. Und das kommt genau durch sowas. Da ist eigentlich nicht zu viel Verkehr, aber wenn dann plötzlich 20 Autos voll in die Eisen gehen müssen, dann hast du halt plötzlich mal für einen Moment da so einen Stau. Also es ist total. Also zu der Frage, wer da eigentlich rumfährt mit Tempo 200, habe ich auch einen kleinen Einwurf hier zu machen. Das war mein dritter Artikel, aber ich bringe den jetzt mal. Tatsächlich haben zumindest, was das Erwischtwerden angeht, in den ersten 9 Monaten dieses Jahres 2700 Menschen bei der Führerscheinprüfung der theoretischen betrogen. Und zwar zu gleichen Anteilen, indem technische Hilfsmittel wie Handy oder manuelle Hilfsmittel wie Spickzettel benutzt wurden. Oder aber, das ist das dritte Drittel, einfach jemand anders die Prüfung gemacht hat. Ja, also wenn ihr euch fragt, was da für Leute rumfahren auf der Straße, das sind genau die. Und tatsächlich bei der PKW Klasse B liegt die Durchfallquote bei der theoretischen Prüfung bei 45%. Jetzt könnt ihr euch ausmalen, wenn die Leute vor Fragen gestellt werden. Ich erinnere mich auch aus meiner Prüfung. Was mache ich, wenn der Anhänger anfängt zu schlingern? A, ich fahre, gehe voll in die Eisen. B, ich bremse langsam ab. Oder C, ich trete aufs Gas, um das Gespann zu straffen. Ja, also bei diesen Fragen, bei dieser Art von Fragen fällt die Hälfte durch. Und da wisst ihr mal Bescheid, wer da über die Autobahn brettert. Prollo, darf ich da auch ganz kurz einhaken mit einem kleinen Exkurs, weil du mir jetzt schon 2 super Steilvorlagen geliefert hast, nämlich, wollte ich gerade schon zu Beefs Geschichte ergänzen, spontan. Nämlich Führerschein oder kein Führerschein und Anhänger. Im November ist eine völlig verrückte Geschichte in Ostdeutschland passiert. Streng gesagt auf der Ostseeinsel Fehmarn oder vielleicht auch nicht. Ein Typ, ein mit rumänischem Kennzeichen fahrender Türke, wie sich herausstellt, 35-jähriger Mann türkischer Staatsangehörigkeit, hat versucht mit seinem Sprinter samt Anhänger auf dem Weg von Dänemark nach Norwegen, wie hier steht, ich weiß gar nicht, wie der da gefahren ist, wollte der nach Puttgarden. Was die wenigsten wissen, ich auch nicht, ist, dass es 2 Puttgarden gibt. Es gibt das Puttgarden mit Doppel-T auf der Ostseeinsel Fehmarn in Schleswig-Holstein und es gibt ein Puttgarden mit einem T, was eine Gemeinde auf der Ostseeinsel Rügen ist, in Mecklenburg-Vorpommern. Und da ist er dann gelandet. Also der ist nicht auf Fehmarn gelandet, sondern in Meckpomm, auf Rügen, was ja auch schön ist. Und dort hat ihn dann die Polizei, irgendwie ist er da in eine Polizeikontrolle geraten. Und dabei stellten sich Folgendes raus. Das war wirklich so eine Verkettung blöder Umstände. Er ist dann eben von der Bundespolizeiinspektion Stralsund, die haben das bekannt gemacht, aber es ist auch die Bundespolizei gewesen, die haben den bei Bergen, also auch auf Rügen, festgehalten oder aufgefunden und haben festgestellt, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl läuft wegen Fahren ohne Führerschein, ohne Fahrerlaubnis. Dann ist er damit zur Wache gegangen, hatte 1.000 Euro offen und ansonsten Ersatzhaftstrafe von 20 Tagen. Die 1.000 Euro hat er direkt vor Ort bezahlt und konnte damit dieser Haft entgehen. Doch dann fielen den Beamten beiläufig weitere Unregelmäßigkeiten auf, denn der Führerschein, den er bei sich hatte, damit durfte er dann zwar diesen Transporter fahren, nicht aber den Anhänger, war wohl ein sehr großer Anhänger.
Und da war dann quasi wieder der Strafverdacht wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis im Raum. Dann stellten sie raus, dass das Kennzeichen von dem Anhänger gefälscht war und haben dann quasi auch noch ihn festgehalten wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch sowie dem Fahren ohne Zulassung und Versicherungsschutz. Also dann war der so richtig am Arsch. Und weil er das nur, weil er von Puttgarden mit Doppel-T statt nach Puttgarden mit Doppel-T auf Fehmarn in Puttgarden mit einem T auf Rügen gelandet ist. Also das ist doch einfach so geile Geschichten. In diesem Fall aufgeschrieben vom Merkur. Ist ja total geil. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Gut, also da muss man halt schon drauf achten, ne? Wie diese Dame, die aus Sachsen, die nach Bordeaux wollte. Nach Bordeaux. Nach Bordeaux. Nach Bordeaux. Ja. Und dann auch nach Porto geflogen ist. Oder die einen Baguette-Böden haben wollte. Ja, aber das ist ja genau das richtige Stichwort. Dann doch lieber fliegen. Vielleicht auch mit einer einmotorigen Maschine, einer Cessna. Ja, aber nicht mit Anhänger. Nein, nicht mit Anhänger, aber so wie der Trevor Jacob. YouTuber, Pilot und Fallschirmspringer, der hatte 138.000 Abos schon, also ist durchaus ein bekannter YouTuber, und der flog dann in den USA Richtung eines Mammoth Lakes in der kalifornischen Sierra Nevada und hat das Ganze gestreamt, seinen Flug, live gestreamt. So, und der Ben, der kann jetzt langsam auf Touren kommen, der kommt jetzt wahrscheinlich schon selber drauf, was jetzt passiert. Der hat das live gestreamt und was passiert? Er fängt an zu fluchen. Er fängt an zu fluchen und hier und da irgendwie was zu gucken und weiß ich was. Ja, und irgendwann bleibt der Propeller stehen, er öffnet die Tür und springt aus der Maschine mit dem Fallschirm ab und filmt sich dabei noch fleißig und auch am Flugzeug jede Menge Kameras, also das nun herrenlose Flugzeug sendet auch noch live auf YouTube und natürlich nur, bis es dann irgendwann abstürzt. So, er landet dann irgendwann im Wald, da sieht man ihn, wie er durch den Wald rennt und irgendwann wird er mitgenommen von Leuten und findet dann auch irgendwann das Wrack. So, und jetzt, vielleicht soll ich tatsächlich die Frage an den Ben stellen. Was hat sich dann herausgestellt, Ben? War alles gefaked. Alles gefaked. Also genau. Wenn es nicht gefaked war, war einfach ein Arschloch, dass er dann Flugzeug irgendwohin abstürzen lässt, aber... Beides ist im Bereich des Möglichen für mich. Nein, es war tatsächlich eine Inszenierung von diesem Hobbypiloten. Das ist erst irgendwie also anderen Leuten, die Ahnung davon haben, aufgefallen und dann irgendwann auch der, wie heißt die Behörde, FAA, der US-Luftfahrtbehörde. Und dann haben sie halt auch gegen ihn ermittelt. Und dann ist auch noch aufgefallen, dass er das Wrack, als er es dann gefunden hat, auseinandergebaut hat, komplett auseinandergebaut hat und in seinen Einzelteilen versucht hat, verschwinden zu lassen, damit, falls eben so eine Untersuchung kommt, ihm nicht nachgewiesen werden kann, dass an dem Flugzeug gar nichts kaputt war. Darf ich ergänzen? Ja. Ich habe zum Thema, wir haben alle die gleichen Geschichten geil gefunden, bin ich da auch tatsächlich zufällig informiert, das war auch auf meiner Shortlist. Er hat es nicht nur verschwinden lassen, sondern es wurde gefunden in Mülltonnen im Umfeld des Flughafens. Ja, also genau. Wenn ihr euch so einen Typ vorstellt, der irgendwie statt so Propeller in eine Mülltonne schmeißt, Autoreifen einfach Stücke von seinem Flugzeug in der Mülltonne verschwinden lässt. Aber wie lässt man denn so ein ganzes Flugzeug verschwinden? Das, abgesehen davon kostet das doch auch ein bisschen was. War der so erfolgreich mit der Nummer, dass sich das lohnte? Ja, also seine besten Videos waren auf jeden Fall siebenstellig und so ein Ding bestimmt auch. Und sie haben dann jedenfalls laut New York Times ihm vorgeworfen, dass er nicht versucht hat, die Flugsicherung zu kontaktieren. Er hat auch nicht versucht, das Triebwerk wieder in Gang zu bringen. Und er hat auch nicht versucht,
das Flugzeug per Segelflug zu landen, was wohl auch Standard ist, vorgeschrieben ist. Und es habe wohl mehrere Gebiete für Segel, die in Segelflugreichweite waren, gegeben, wo er hätte landen können. Ja. Also, Frage an die beiden Experten. Hat er denn das Flugzeug quasi kontrolliert abstürzen lassen oder war der gar nicht in der Luft? Also ist der schon wirklich da oben gewesen, da rausgesprungen und hat das dann irgendwie mit Fernsteuerung gegen die Wand gefahren? Das Ding einfach runter. Also Flugzeuge ohne Motor kommen ja tendenziell irgendwann runter. Und das war, glaube ich, das Einzige, was er kontrolliert hat. Er hat halt die Kiste nicht mehr zum Starten gebracht. Und da er sich ja in einer Wüste befand, bestand jetzt zwar nicht die Gefahr, dass das Ding in irgendwelche Häuser kracht, aber halt ins Naturschutzgebiet trotz allem. Ja, oder das kann ja auch irgendwie, also ich meine, da kann ja auch zufällig gerade mal jemand sein. Jetzt vielleicht eine blöde Wahrscheinlichkeit, dass du genau die eine Depp bist, der durch die Wüste läuft und dann so ein gefakter YouTuber dir das Flugzeug auf den Kopf fallen lässt. Aber übrigens erneut ein Geschäftsmodell. Das ist ja extrem rücksichtslos. Ja, ziemlich assi. Ich würde sagen, dass wir beim nächsten Versuch mit dem Benanza-Bus einfach mit nicht angezogener Handbremse in so einem Gebüsch landen, um Klicks zu generieren. Können wir das mit deinem Auto erstmal üben? Mir ist der Schlachtplan noch nicht so ganz klar. Ja. Also jetzt haben sie ihn dann auch tatsächlich irgendwann angeklagt, um das Ganze dann auch mal noch abzuschließen. Aber ich gebe dir natürlich recht, Ben, das ist total rücksichtslos, die ganze Geschichte. Und ihm drohten tatsächlich 20 Jahre Haft für, weiß nicht wie viel, 1,5 Millionen Klicks oder was. Oder es waren, glaube ich, über 2 Millionen Klicks. Aber tatsächlich, das habe ich jetzt, ich hatte den schon seit Sommer, den Artikel da liegen. Ich habe es nochmal recherchiert. Er ist mittlerweile verhandelt worden. Er hat nur 6 Monate Haft gekriegt. Und zwar, weil er die Untersuchung behindert hat, weil er das Flugzeug da auseinandergeschraubt hat. Die anderen Vorwürfe haben sie aus irgendwelchen Gründen fallen lassen. Keine Ahnung, wieso, das ist hier nicht bekannt. Fallen lassen. Abgestürzt, ja. Also mit 6 Monaten Knast ist er echt verdammt gut davon gekommen. Mann. Immer diese, also das geht mir langsam wirklich auf den Sack mit diesen sensationsheischenden Influencern und sonst wie erklärten Weltrettern. Es ist aber auch eine Plage. Also ich habe jetzt irgendwie einen Artikel über jemanden gelesen, der hier die neuen Nachtzüge der ÖBB mal getestet hat oder in einem der ersten neuen Modelle rumgefahren ist und meinte, das fing dann letztendlich an mit: Ja, nach kurzer Zeit waren dann endlich die YouTuber durch mit ihren Aufnahmen und dann konnte ich mal durch den Zug laufen. Ja. Eine richtige Plage. Eine Plage. Ja. Plage. So, da muss ich jetzt irgendwie einen Bogen spannen und ich möchte euch ja noch mitnehmen in die Welt der KI, quasi den Brückenschlag zur letzten Sendung unserer KI-Edition, die eine in meinen Augen sehr coole Sendung waren, haben wir coole Beiträge gehabt und auch festgestellt, dass KI manchmal ganz schön dröge ist. Wir haben ja den Charlie da, aka ChatGPT, interviewt und also das war teilweise sehr sachlich, was darüber kam. Und ich würde jetzt mal sagen, ähnlich wie bei jeder guten IT-Hotline, wo der häufige Spruch oder die häufige Erkenntnis ist, meist sitzt das Problem vor dem Computer, ist es auch bei der Nutzung von KI, wenn man das Ganze humoristisch angehen will, da muss der Humor schon vor dem Computer sitzen. Die KI per se, außer die von dem Postillon, hatten wir auch schon hier im Podcast, ist per se nicht lustig. Aber wenn man die KI quasi dazu bringt, lustig zu sein oder lustige Ergebnisse zu machen, dann kann das sehr witzig sein. Und das möchte ich euch jetzt gerne zeigen anhand eines Artikels, den ich mitgebracht habe. Und für euch jetzt hier, weil wir hier per Zoom sind, versuche ich das mal per Bildschirmfreigabe zu machen und stelle fest, der Host aka Prolo Ferrari hat das untersagt. Ich darf den Bildschirm nicht teilen. Das macht es jetzt natürlich deutlich schwieriger. Warte. So. Okay. Ha. Wie sieht eine leckere Pizza aus? Die Challenge oder der Trend heißt Make It More. Also Hintergrund ist, ein Typ, der jetzt hier bei Reddit im Channel zu ChatGPT
das Ganze veröffentlicht hat, aber auch bei Twitter, aka X, die Ergebnisse hochgeladen hat, hat dem Chat-GPT, also der Bild-KI Dolly, gesagt, kreier mir ein Foto von einer richtig leckeren Pizza. Im Original heißt es hier, let's find the most delicious pizza or pizza using ChatGPT. Und dann fragt er halt diesen nach einer... Den Pizza, wenn ich da kurz eingreifen darf, der Pizzaschneider im Hintergrund, der sieht ja geil aus. Also ja, der ist anders. Der ist, aber das sind dann so die Details. Ne? Da das sind die Leute Details dran. Und an der Stelle ja, vielleicht nochmal kleiner Backslash zur KI-Sendung. Da haben wir ja live ein Bild von 4 Podcastern, die Bier trinken und Männer sind, gemacht. Und dann habe ich das Bild ja auch hochgeladen und habe festgestellt, die sehen alle komplett identisch aus, haben alle Bärte, was mir aber nicht aufgefallen ist. Der eine hat sogar 2 Biere in der Hand und einer hat ein Bier in der Hand, was unten Glas ist, an oben drauf einen Flaschenhals montiert. Also so eine völlig, völlig verrückte Kreation. Also die sind halt noch nicht so richtig perfekt, aber hier die Pizza sieht super aus. Das Einzige, was hier ein bisschen schräg aussieht, ist in der Tat der Pizzaschneider, aber vielleicht ist das auch einfach nur Kunst. Man sieht aber also Mein Ding ist eine Pizza mit so dickem Rand nicht. Ja, jetzt heul nicht rum. Das ist eine amerikanische Pizza, die das ist delicious. Delicious. Dicker American-Type Pizza, Margherita, würde man sagen. So. Weil der Sammer immer die Cookies ablehnt, ist das nicht bekannt geworden. Ja, okay. Dann hat er gesagt, und das ist halt dieser Trend, make it more delicious. Ja, make it more. Dann kommt quasi eine Pizza hier raus, ein Bild von einer Pizza. Da liegen dann noch so Ananasstücke drauf. Also finde ich ja super widerlich, Pizza mit Ananas, aber man sieht hier so Ananaswürfel. Relativ ähnliches Bild. Das ist quasi ja dann auch bei der KI, die baut dann ja auf dem vorherigen Ergebnis auf und dann sagt der hier, steht hier, more delicious, noch leckerer. Und man sieht noch mehr Ananasstücke, noch mehr Ananasstücke. Und der Schneider hier im Hintergrund, der hat schon gar keinen Griff mehr. Also der Griff ist gewichen, da liegt nur noch das Messer. Die Pizza ist größer geworden und Ananas ist jetzt teilweise auch schon um den Rand herum verteilt. Dann sagt er natürlich, was, Sammer? Much more delicious. Zum Beispiel. So, dann kommt das hier raus. Dann kommt eine Pizza mit einem riesigen Berg Ananas und oben guckt noch so ein Strunk von der Ananas raus. Also das ist jetzt wirklich ein Hut, ein Ananashut, also ein Hut aus Ananasstückchen ja, und Käse. Ja, das ist ja auf der Pizza sind ja mindestens 30 Zentimeter hoch Ananas. Ja, genau. In so einer schönen Pyramidenform. In der Pyramide läuft es so. Und er sagt natürlich, more delicious. Da siehst du jetzt hier eine Ananas. Der Turm wird höher, die Ananasstücke größer und ringsrum verteilt sind 4 nicht geschnittene Ananas und ein paar Ananas. Und eine 5. hängt an der Wand. Also jetzt ist die Höhe wahrscheinlich schon bei 50 bis 60 Zentimeter. Genau, da hinten an der Wand hängt auch noch eine Ananas, sehe ich gerade. Ist mir gar nicht aufgefallen. Also die Pizza wird immer ananasiger. Dann sagt er, more delicious. Und jetzt sitzen hier irgendwie 10 Ananas-Gesichter auf kleinen Stühlen um die Pizza rum mit 10 kleinen Tellern und freuen sich auf die Ananas-Pizza. Die grinsen ja, als hätten die ein paar durchgeraucht. Ja, genau. Jetzt haben sie doch einen durchgeraucht. Aber er sagt natürlich, was, Prollo? More delicious. More delicious. Kommt das bei dir? Die Ananas kriegen so fratzenhafte Gesichter und reißen den Mund auf, riesig groß und greifen sich ein Stück Ananas und hauen ihre Zähne da rein. Also sie freaken richtig aus. Hat so ein bisschen was von Gremlins, oder? Ja, genau. Also die haben dann auf einmal jetzt so große Münder mit Zungen, wo die halb raushängen. Irre sehen Augen. Böse aus. Böse und fressen die Pizza. Und es geht natürlich immer weiter. Er hat es dann immer weiter getrieben. Kommen jetzt hier immer mehr Ananasse, Hochhäuser, wo Ananasfiguren mit heraushängenden Zungen und ein großes Ananasmonster, was sich so ein Viertel in den Mund schiebt. Der Käse. Also die Pizza hat jetzt Anchovies bekommen, oder? Es kann sein. Da sind doch irgendwie was Grün, so ein bisschen Grünzeug ist dazu gekommen. Aber er sagt natürlich more delicious. Und dann wird das jetzt so völlig ausgespaced. Da liegt jetzt nur noch so eine Ananas in dem Käse drin. Da sind auch so grüne Sachen. Kriegt so was Intergalaktisches. Ich weiß gar nicht. Ja, das ist ja auf irgendeinem Planeten, also im Weltall jetzt. Genau, aus dem Weltall. Er hat es nochmal übertrieben. Jetzt wird das völlig irre. So das Tor zur Hölle geht auf. Die Pizza hat nur noch so ein...
hat wiederum Pizzen auf sich drauf und kleine Sterne und überhaupt lauter Planeten, die da drum. Die Zunge der Ananas ist auch zur Pizza geworden. Die Pizza ist ein Pizza-Baguette geworden. Die Augen sind wie bei so einem Kürbis nur noch ausgehöhlt und leuchten. Und Mordelicious, das Ding kriegt jetzt wirklich hier so spinnenhafte Arme. Und wie so Freddy Krüger-mäßig kommt der Käse aus dem Mund rausgequollen. Ich weiß nicht, hat er noch mehr gemacht? Ja, das ist jetzt nicht mehr. Also so hörte das dann auf mit einem völligen Utopie einer Pizza. Und ich finde einfach geil. Ich finde das einfach witzig. Von der normalen Pizza bis zur Weltraumpizza. Ja, also ja. mit so einem alienartigen Ananasgebilde obendrauf mit scharfen Zähnen. Und was ich ja noch faszinierender finde, ist, dass er beim ersten Mordelicious nur auf die Idee kommt, Ananas auf eine Pizza zu schmeißen. Das ist ja auch schon ein Widerspruch in sich. Also völlig bekloppt. Ja. Also eine Pizza, das. Meinst du die KI hier? Die KI. Die KI. Offensichtlich von Italiener. Also ja, genau. Der fragt ja nur Make it more delicious und die KI interpretiert das als Ananas. Ananas drauf. Hau ich noch Ananas drauf. Würde ich jetzt schon einschreiten und ich bin kein Italiener. Ja, und wenn ich eine an Ananas macht, dann bin ich das. Ja. Aber es ist halt witzig, wie die sich in ihrem eigenen Algorithmus immer weiter verfängt und aus diesen harmlosen Ananaswürfeln diese fratzenhafte, außerirdische Spinnenkreatur wird. Herrlich. Herrlich. Ja, das war Make It More Trend. Probieren wir demnächst auch mal aus. Ich muss auch noch, eine von zwei Geschichten muss ich auch noch auflösen. Hau rein. Und, da würde ich tatsächlich, auch wenn es nicht so ganz so spektakulär ist, würde ich direkt den Anschluss suchen. Und da kommt dann auch gleich mein Verbrauchertipp. Also Augen auf beim Pizzakauf, würde ich natürlich wie immer sagen. Aber ihr kennt es doch alle, ihr kauft ja auch heimlich bei Amazon. Ja, keiner gibt es zu, alle machen es. Und aufgrund einer Klage in den USA, und zwar der nicht von irgendwem, sondern der FTC, also der Federal Trade Commission und 17 US-Bundesstaaten gegen Amazon im Bereich des Wettbewerbsrechts, sind Dinge rausgekommen, die ihr euch schon gedacht habt, die jetzt aber schwarz auf weiß bestätigt werden. Nämlich, was passiert, wenn ich bei Amazon was suche? Der Algorithmus. Guckt genau, man in die findet Cookies, tatsächlich relativ viel Müll. Man muss dazu sagen, die Daten, auf denen die Klage basiert und die Dokumente, die übrigens auch der Öffentlichkeit dann zur Verfügung gestellt wurden, größtenteils tatsächlich in der zweiten Runde ungeschwärzt, sind schon ein paar Jahre alt, aber sei es drum, man findet relativ viel Schrott. Und ich ziere den Jeff Bezos, das ist für alle, das ist der Elon Musk des Amazon, ja. Der hat tatsächlich sich zitieren lassen mit dem Satz, akzeptiert mehr Müll. Das heißt, dass ihr auf Amazon relativ viel unbrauchbaren Plunder findet, ist nicht etwa Problem, sondern Absicht. Denn, und jetzt kommt der fiese, eigentlich schon Dr. Evil-hafte Schurken-Slogan, je mehr die Suchergebnisse mit Reklame durchsetzt sind, umso eher müssen auch Verkäufer guter Ware selbst Werbeplätze buchen, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Ja, der juristische Fachbegriff ist fiese Wichser. Und so, wir haben es jetzt also schwarz auf weiß. Das Urteil ist, glaube ich, noch nicht raus. Aber das waren jetzt die Unterlagen, die im Rahmen der Verhandlungen durchgekommen sind. Und selbst Amazon-Manager haben auch selbst dokumentiert, dass diese Reklameflut den Verbrauchern, das ist ein Zitat, Schaden zufügt und damit nicht genug. Denn Amazon wäre ja nicht das Twitter des Warenhandels, wenn nicht auch ein fieser Algorithmus sein Unwesen triebe. Denn Amazon hat nämlich auch, was die Preisgestaltung anbelangt, relativ dreist agiert, denn sie haben nämlich die Preise der Konkurrenz beobachtet und sobald ein Konkurrent den Preis für irgendwas senkte, ist Amazon gleich bis auf den Cent genau mitgezogen. Ja, und der Verbraucher denkt sich natürlich irgendwann, okay, dann kann ich es ja gleich bei Amazon bestellen und der Konkurrent, so die Strategie, denkt sich, dann brauche ich ja meine Preise auch gar nicht mehr zu verringern, wenn die eh immer mitziehen. Und die Krönung des Ganzen ist das sogenannte Project Nessie.
das das Ganze sozusagen umgekehrt betrieben hat, zumindest teilweise. Sie haben es zwischenzeitlich aus Angst vor Entdeckung, wie es hier steht, auch mal abgeschaltet. Und zwar 2014 wurde das schon eingeführt und das System versuchte zu erkennen, bei welchen Produkten die eigenen Preise erhöht werden können und dann andere Online-Shops ja wiederum nachziehen. Das heißt, ich glaube, Amazon war ja mal irgendwie zwischenzeitlich in der Kritik, weil es an sogenannte individuelle Preise gab. Also wenn du mit dem iPhone shoppen gingst, war tendenziell alles erstmal teurer, weil du hast ja die Kohle. Und hier ist das Phänomen eigentlich, dass es halt aufgrund von Gerichtsunterlagen jetzt relativ klar wurde, was da betrieben wurde. Deswegen, ja, Augen auf beim Online-Kauf. Nochmal ganz kurz und, zum Anfang, Entschuldigung, ja. dieses Gerichtsverfahren ist weswegen angestrengt worden? Weil ein Marketplace-Betreiber oder weil ein Kunde da irgendwie gegen den Algorithmus sich gesagt gar nicht gewählt? Also es muss ja irgendeinen Anknüpfungspunkt gehabt haben. Ja, das witzigerweise steht das hier gar nicht mehr. Da müsste ich wahrscheinlich dann den Folgeartikel lesen. Die Klage läuft ja auch schon seit einiger Zeit. Ich weiß es nicht, ist mir als ja, Nutzer tatsächlich relativ egal. Das Verfahren wird genannt FTC und andere versus Amazon. Mit anderen Worten, das hat die FTC wahrscheinlich angestrengt als Aufsichtsbehörde. Hm. Ja, und wie wir alle wissen, agieren Behörden ja tendenziell dynamisch. Deswegen hat das alles hier schon so ein bisschen Alter erreicht. Aber ja, es ist eigentlich ganz witzig, aber man denkt sich, oh, die Suche ist aber schlecht. Da finde ich ja immer nur diese China-Ware. Aber das ist nämlich genau der Trick, denn ja, um das gute Zeug zu finden, muss nämlich auch der Verkäufer des guten Zeugs dann am Amazon noch ein paar Euro abtreten für die Werbeplätze. Ja, das ist ja eigentlich. Das bezieht sich jetzt natürlich alles auf die USA, aber. Ja, aber es wird hier nicht viel besser sein. In anderen Ländern ähnlich ausgeholt. Aber das ist ja auch das, so meine Wahrnehmung bei der Nutzung von Google, wenn ich nach bestimmten Dingen suche, das ist mein und dann bist du ja meistens mit dem Handy da auch mit deinem Account irgendwie im Hintergrund eingeloggt, also der weiß genau, worauf ich so aus bin, je nachdem, was ich im Newsfeed anklicke, werden die Sachen krass vorgefiltert. Also wenn ich jetzt da irgendwie, zuletzt habe ich mich so ein bisschen über Bitcoin und Co. informiert. Jetzt kriege ich die ganze Zeit bei allen Ergebnissen, was ich eingebe, irgendwie in Zusammenhang mit Bitcoin, Ether und anderen Kryptowerten. Will ich aber im Zweifel dann gar nicht haben, ne? Aber der schmeißt mich jetzt zu. Und das ist ja dann bei Amazon tatsächlich auch so. Wenn du da mal in der Vorweihnachtszeit irgendwie was suchst und du weißt genau, es gibt das und das und das Markenprodukt, aber die werden halt von Amazon nicht unterstützt oder gepusht oder präferiert, dann kriegst du ja tatsächlich 90% irgendwelche China-Geschichten, die auch total super bewertet sind, wo du auch dann irgendwie leicht versucht bist, erstmal da sagen, ja, ist ja auch nicht schlecht eigentlich, das Produkt. Ja, wobei der Algorithmus kommt natürlich an seine Grenzen. Also es gibt ja auch so Produkte, die man klassischerweise nur einmal kauft. Also ich hatte zum Beispiel irgendwann, habe ich tatsächlich mal mich intensiver für eine Klobrille interessiert. Und wie viele Haushalte haben wir halt eine begrenzte Anzahl an Klobrillen. Das hat Amazon aber für eine Weile nicht davon abgehalten, mich zum Kauf weiterer Klobrillen zu inspirieren. Und ich fühlte mich so ein bisschen wie jetzt diese Ananaspizza in den Bildern. Ja, irgendwann besteht der Haushalt nur noch aus Klobrillen. Genau das wollte ich sagen. So richtig clever ist die KI da nicht. Sie hat ja noch überhaupt nicht raus, zu differenzieren, wann die Werbung sozusagen noch zielführend ist. Also wenn ich mir die Schuhe, die Klobrille, das Buch gekauft habe, ja, ich kaufe mir ein Buch bei Thalia und krieg dann noch 3 Monate lang Werbung dafür. Das ist für den Arsch. Zum Beispiel, du kriegst doch jetzt seit der Geschichte mit dieser Unterhosengeschichte von der Queen, kriegst du jetzt wahrscheinlich nur noch so Werbung, oder? Nee, das tatsächlich nicht. Royale Unterhosen aus China. Ich glaube aber, dass bei diesen Geschichten oft die Software nicht weiß, ob der Kauf tatsächlich getätigt wurde oder ob nur nach dem Thema gesucht wurde. Und, ja, klar. Ja gut, aber das ist das Problem. Also deswegen weiß er halt nicht, dass du tatsächlich schon eine Klobrille, aka
oder Buchsenbuch oder was auch immer. Ja, bei der Klobrille, ich erinnere mich nur dunkel, das ist auch schon eine Weile her, aber ich habe die, glaube ich, tatsächlich am Ende über einen Fachhändler gekauft. Und Amazon bietet mir jetzt so lange Klobrillen an, bis ich auch dort eine kaufe. Naja, das ist einfach so. Also du hast danach gesucht, du hast für das Thema interessiert und dann wird dir dieses Thema mundgerecht Und wenn man mal ganz, also ich will mal ganz ehrlich sein, wenn ich so, also ich gucke immer mal wieder, so gucke ich nach bestimmten Sachen, so keine Ahnung, irgendwelchen elektronischen Spielereien, sagen wir mal eine Drum Machine. Und dann gucke ich mir das mal an, wie ist da so der Preis, wie sind da so die Bewertung und dann sage ich mir, nee, ist zu teuer und du musst auch noch sowieso 2 Jahre warten, weil du hast ja so viel Geld in Sand gesetzt, bis du dir das wieder erlauben darfst. Und dann gehe ich da raus. Genau, und dann ist es aber so, dass ich einen Tag später dann eine ganz nette E-Mail von Amazon bekomme und sage, wir haben hier was, was wir glauben, was dich interessiert. Guck mal, eine Drum Machine. Und dann ertappe ich mich, also ich habe das inzwischen jetzt in Ordner geschoben, wo ich gar nicht reingucke, damit ich da eben nicht so erliege. Aber das ist dann schon so, du verwirfst das, dann nehmen wir mal nicht so was Teures. Sagen wir mal, du würdest ein Buch suchen und du denkst so, ja, eigentlich habe ich ja schon ein Buch, brauche ich ja kein zweites und verwirfst den Gedanken, dir ein zweites Buch ins Regal zu stellen und hast aber, bist eigentlich so ein bisschen so, sagen wir mal, 60 dagegen, 40% dafür und dann bieten sie es dir am nächsten Tag in einer anderen Stimmung zufällig nochmal an. Und da muss ich schon sagen, da musst du dann schon stark sein, dass du sagst, ja, eigentlich ist es schon geil. Also, so ein bisschen Key Royale, ne? Und irgendwann. Irgendwann bist du weich. Irgendwann hab ich dich. Ja, genau. Das, so nach dem Motto, das wirklich, du wirst da wirklich weich gekocht, so ein bisschen. Und Scheiß in meine Klobrille. Na gut. Jetzt gucke ich mal in die Runde. Unsere Zoom Edition artet ein bisschen aus, schon weit über eine Stunde. Ich gebe jetzt gleich mal den Alarm, um den Quickie, den Sommer so in Quickie zu bringen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Beef schon durch ist eigentlich. Ich habe eine Geschichte noch nicht aufgelöst. Ich hatte ja noch ergänzend, die ich gar nicht ursprünglich angeteasert hatte, die Autobahngeschichte dabei und würde jetzt noch mein Sportthema. Wir haben jetzt ja doch viele über andere Dinge geredet. Das ist auch relativ kurz. Jemand von euch schon mal einen Ultramarathon gelaufen? Also in dem Fall jedes Wochenende. Ein Marathon über 50 Meilen, also circa 80 Kilometer. In dem Fall war es die schottische Ultramarathonläuferin Joasia Zakrewski. Ich fürchte, ich habe es falsch ausgesprochen. Das ist ein typischer schottischer Name. Genau. Die ist jetzt für 12 Monate gesperrt worden. Habt ihr eine Idee? Infolge eines Marathonlaufs oder unabhängig davon? Genau, also im Zusammenhang mit einem Marathonlauf, ja. Vielleicht hast du die falschen Schuhe verwendet. Das sind doch jetzt diese Schuhe so in der Kritik. Falsche Schuhe? Nee. Okay. Das ist sie ein Stück U-Bahn gefahren zwischendrin. Ja, also vielleicht ist sie gar keine Schottin, sondern eine Polin. Die ist in die Straßenbahn gestiegen, genau. Was ist Straßenbahn gefahren? Also das Geile ist, sie hatte während des Laufs im April teils ein Auto benutzt und ist im Ziel. Trotzdem hat sie dann einen Pokal für den 3. Platz angenommen. Und das ist ihr übel angerechnet worden. Also der Hintergrund ist, dass sie auch zugegeben hat, dass sie in das Fahrzeug eines Freundes gesprungen sei. Sie bestritt aber absichtlich betrogen zu haben. Ganz wichtig. Sondern sie hätte gesagt, sie sagte, sie wäre gestolpert. Ihr Bein hätte plötzlich geschmerzt. Und sie hätte zu hinken begonnen. Und die Schmerzen seien so stark geworden, dass sie sich von einem Freund, der mit seinem Auto am Streckenrand zufällig da gestanden hätte, wo sie quasi Schmerzen im Bein hatte, zum nächsten Kontrollpunkt habe mitnehmen lassen. Und dort habe sie die Rennleitung darüber informiert, dass sie ein Auto benutzt habe. Und als ich am Kontrollpunkt ankam, sagte ich ihnen, dass ich aussteige und dass ich im Auto gesessen hatte. Und sie sagten, du wirst dich hassen, wenn du aufhörst, schilderte die Zakrewski den Vorfall. Sie habe zugestimmt auf, Zitat, nicht kompetitive Weise, Zitat Ende, weiterzumachen und habe danach darauf geachtet, dass ich die Läuferin vor mir nicht überhole, als ich sie sah, denn ich wollte ihr Rennen nicht stören. Dann ergänzte sie, aber sie würde in der Nähe von Sydney leben und sei nach ihrer Ankunft aus Australien in der Nacht zuvor, und hätte sie nicht mehr klar denken können. Und das habe dazu geführt, dass sie bei der Ankunft an der Ziellinie die Medaille und den Pokal
Holzpokal für den dritten Platz angenommen und für Fotos posiert hätte. Und das hat das Disziplinargremium nicht wirklich überzeugt. Und die haben sie dann quasi für 12 Monate gesperrt. Sie hat quasi, sie hätte die Trophäe am Ende des Rennens nicht in Empfang nehmen dürfen, wenn sie das Rennen ohne Wettkampf, also sie hätte weiter mitlaufen können, aber dann ohne den Wettkampfcharakter. Also das ist ihr einfach übel angerechnet worden. Frage. wie haben die das denn gemerkt, dass sie mit dem Auto gefahren ist? Ja, sie hat es ja zugegeben. Sie ist ja an einer Kontrollstation quasi angekommen und ist da aus dem Auto gestiegen und hat denen das dann quasi gesagt. Und die haben ihr gesagt, also das Problem ist nicht, dass sie im Auto gefahren ist. Das Problem ist, dass sie quasi den dritten Platz angenommen hat und sich dafür halt auch fotografieren hat lassen im Ziel. Also quasi, wenn sie weitergelaufen wäre ohne diesen Wettkampfcharakter, dann wäre es wahrscheinlich nicht mal ein Problem gewesen. Ihr Problem war, dass sie quasi diesen dritten Platz angenommen hat und dann eben auch ihr Zielfotos etc. etc. hat es auch in den sozialen Medien, das ist immer wieder, das schließt sich der Kreis zum Anfang, hat sie dann natürlich das auch abgelichtet und ja, wie gesagt, das ist ihr quasi übel angekreidet worden und da war ja ihre dünne Entschuldigung, sie hätte nicht klar denken können, weil sie eine Nacht zuvor aus Australien angekommen wäre. Oh, ja, dämlich, echt. Es gibt, ich meine, man kennt da die Situation, man kommt da irgendwie zufällig in so eine Siegerehrung rein, da kann man ja auch schlecht Nein sagen. Ja, da verpasst man vielleicht einen richtigen Moment. Das ist wie in diesen schlechten Komödien, wo die dann die ganze Zeit eigentlich aufklären wollen. Ich bin eigentlich mit dem Auto. Ich hasse das. Wie gesagt, sag's halt einfach und dann ist der Film hier vorbei, aber das ist auch gut so. Nein, da baut dann die ganze Story auf diesen Verwechslungen und irre geleiteten Entwicklungen auf. Ätzend. Wohl wahr. Ja, also wie gesagt. Gut. So. Das war die laufende Schottin. Mit polnischem Namen. Skrzypnewski hieß die, ja? Wow. Zakrewski, ja genau, Zakrewski. Nicht mal Mac Zakrewski. Mac Zakrewski. Dein Getröte im Hintergrund hört man hier nicht. Nee? Nicht. Bei mir auch nicht. Das ist alles weggefehlt. Wir fliegen fast die Ohren weg. Was ist denn das hier, die scheiß KI? Gut, dass du Kopfhörer drauf hast. Ja, echt. Ja, gut, also das war der Quickie-Alarm. Das war der Quickie-Alarm für die, die es hören können. Ja, dann will ich den auch gleich mal bringen. Ich glaube, wir sind schon wieder über die Zeit. Und es ist auch wirklich quick. Und zwar, der Guardian hat darüber berichtet, dass in einem süditalienischen Bergdorf ein übler Reifenschlitzer unterwegs war. Also das Dorf hat 600 Einwohner und heißt, also ich, alle Italiener bitte jetzt weghören, heißt irgendwie Vasto Girardi oder so ähnlich. Und ja, es gab da über mehrere Tage, Nächte immer wieder die kaputten Reifen und immer wieder in der Nähe vom oder um das historische Zentrum herum. Und wie das so ist, das ist ja auch naheliegend, haben die Leute dort, die da leben, entweder gedacht, rachsüchtige Nachbarn oder die Mafia. Ich meine, ist halt Süditalien, ist also nicht so ganz fernliegend. Das war für Leute auch ein echtes Problem, weil viele konnten dann nicht zur Arbeit und was weiß ich was alles. Also es war wohl echt ein Riesenproblem. Dann ist die Polizei hingegangen und hat Zivilpolizisten Streife laufen lassen, um dem Ganzen mal ein Ende zu machen. Aber auch die Zivilpolizisten konnten das ganze Problem tatsächlich nicht aufklären, wer es war. Und dann sind sie schließlich auf die Idee gekommen und haben Überwachungskameras installiert, heimlich. So. Und dann haben sie nicht schlecht geguckt, als sie dann die Kamera eines Tages die Aufnahmen sich angeguckt haben. Schuldiger für die ganze Geschichte war nämlich ein Hund namens Billy, der einfach tierische Zahnschmerzen hatte und immer die Autoreifen zerbissen hat, eben um diesen Schmerz irgendwie zu bekämpfen. Der hat da irgendwie eine dicke Zahnfleischentzündung wohl gehabt, sagt ein Tierarzt. Und hat dann immer, also wirklich teilweise mehrere Reifen an einem Auto einfach komplett zerbissen. Und ja, hat dadurch versucht, seine Schmerzen zu bekämpfen. Und ist somit dann als Täter eben dieser fiesen
Reifenstecherei der Polizei ins Netz gegangen. Was sagt ihr dazu? Tja, Wahnsinn. Vor allem, ich muss gestehen, während ich hier durch meine Artikel scrolle, ich habe, also 3 von 4 ist falsch, weil ich glaube, ich 5 von 7 Artikeln auch hatte. Ich habe auch gerade gesehen, ich habe auch was mit dem Arschwurm, das mit dem Hund habe ich auch und 2 zwischendrin. Das ist verrückt. Also wir sind langsam auch assimiliert, so nach wir sind beim fast Google 5 Jahren oder 4 Jahren Podcast. Als Gruppe einsortiert. Das ist eine ganz schöne Geschichte, die ich auch mir irgendwann mal mitgenommen hatte oder dachte, wenn es mal passt. Aber kommt man ja auch nicht drauf. Ne? Vor allem, dass ein Hund überhaupt diese Kraft hat, einen Reifen zu zerbeißen. Also das ist ja auch nicht einfach mal so gemacht. Ja, das sind ja schon ordentliche Dinger, ja. Ja. Konnte denn der Zahnarzt wenigstens helfen dann, dass der Hund dann nicht mehr weiterbeißen muss? Ja, da gehe ich von aus. Jedenfalls hat ein Tierarzt da Stellung genommen, hat das aufgeklärt, woran das wohl lag. Und jetzt kommen möglicherweise eben ganz schöne Kosten auf den Tierhalter zu. Also ich schätze mal, der wird da ein bisschen blechen müssen für die Reifen. Achso, das war gar kein wilder Hund? Also der Artikel legt das zumindest nahe. Ne? Der spricht hier von einem Härchen, das jetzt möglicherweise zur Kasse gebeten wird. Also der heißt ja auch Billy, dann war das wohl wahrscheinlich kein wilder Hund. Hm. Ja. Ja, cool. So sieht's aus. So sieht's aus. Und jetzt können wir Weihnachten feiern, Leute. Jetzt können wir Weihnachten feiern. Danach Silvester kann ich schon mal anteasern. Die große Silvester-Super-Sondersendung. Am 31.12. geht sie online. Das wird ein Fest. Ein Fest. Ja, und wir werden Gäste haben. Einige Gäste, die hier im Laufe des Jahres Gast waren. Und wir werden Rückblicke machen. Und bitte, liebe Gäste, denkt dran, euch Gedanken zu machen, was waren eure Highlights? Also, wir sind gespannt. Also, nicht, dass es dann heißt, ich hab nichts. Ich hab nichts. Ja, wir haben es gesagt. Und wir werden liefern. Ja. Weiß ich aus zuverlässiger Quelle. Ehrlich? Okay. Ja, vielleicht um die ersten 4 Staffeln für die, die uns noch nicht so gut kennen, noch einmal abschließend zusammenzufassen, habe ich mir überlegt, dass man mit einem wunderschönen Zitat eigentlich 4 Jahre voll in die Presse auf den Punkt bringen kann. Ihr werdet das jetzt nicht hören, aber unsere Hörerinnen und Hörer hoffentlich. What you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response were you even close to anything that could be considered a rational thought. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. May God have mercy on your soul. May God have mercy on your soul. Mit diesem. Wir haben es gehört und ich kann mich damit definitiv identifizieren. Unbedingt. Mit diesen salbungsvollen Worten verabschieden wir uns in eine kurze Weihnachtspause. In 2 Wochen gibt es dann das große Silvester-Special mit Tamtam und Feuerwerk und vielen überraschenden Überraschungsgästen. Gehabt euch wohl. Bis dann. Arrivederci. Tschüss. Arrivederci. Ciao, ciao.